Stuttgart ist seit Jahrzehnten bekannt dafür, ein Ort zu sein, an dem Innovationen entstehen, die die Welt verändern. In kaum einer Region auf der Welt werden so viele Patente angemeldet. Und hier wurde nicht nur vor über 130 Jahren das Automobil erfunden, hier entstehen auch heute in den Köpfen einfallsreicher Tüftler täglich neue Ideen, die das Leben der Menschen leichter machen. Die wichtigste Chance ist, dass wir in endlicher Zeit wesentliche Beiträge für die Verkehrswende schaffen, wesentliche Beiträge für den Klimaschutz. Es gibt nichts Spannenderes, als selber in diesem Umfeld die Lösung der Zukunft zu definieren und eine Lösung, die uns, die Gesellschaft, weiterbringen wird. Alles wird digitaler. Doch was heißt das eigentlich und vor allem, was bringt uns das? Nun, für den Zugverkehr nicht weniger als dieses. Die Digitalisierung der Eisenbahn ist die größte revolutionäre Entwicklung seit der Elektrifizierung. Warum das so ist und welche großen Chancen sich daraus ergeben, das wollen wir in diesem Film zeigen. Die Deutsche Bahn hat die intelligente und klimafreundliche Erneuerung des Eisenbahnsystems gestartet, die digitale Schiene Deutschland. Wir haben das gesamte Thema digitale Schiene Deutschland im Sektor inzwischen unter die Überschrift gestellt, mehr Kapazität auf vorhandener Infrastruktur zu fahren. Geburtsstunde dafür war tatsächlich Stuttgart im Jahr 2016, als wir überlegt haben, wie wir mehr S-Bahn-Linien durch die Stammstrecke kriegen. Und da war eben eine Lösung, die wir jetzt auch verfolgen, mit geschickter digitaler Leittechnik Züge dichter aufeinander fahren zu lassen und mehr durchzubekommen. Wir können nicht einfach sagen, wir bauen einfach immer und immer mehr, weil allein aus Ressourcen und Zeitgründen wird das nicht gelingen. Und deswegen gibt es zu einer klug gestalteten Digitalisierung der Eisenbahn eigentlich keine Alternative. Also geht es maßgeblich darum, die vorhandene Infrastruktur besser zu nutzen. Und man glaubt gar nicht, was da noch für Potenziale schlummern. Mehr Züge fahren auf gleicher Infrastruktur, einfach um einen Beitrag zum Klimaschutz, zur Verkehrswende zu leisten. Wie machen wir das? Wir fahren im optimalen Abstand. Wir fahren zentral gesteuert, optimiert, automatisch. Und wir wissen immer, in welchem Zustand unsere Infrastruktur und unsere Fahrzeuge sind, weil wir komplett mit Sensorik ausgerüstet sind. Damit erhöhen wir halt die Verfügbarkeit. Das sind so die drei zentralen Elemente. Im Rahmen des digitalen Knotens Stuttgart, kurz DKS, wird erstmals in Deutschland in einer ganzen Region der gesamte Bahnknoten digitalisiert. Der digitale Knoten Stuttgart ist Pilotprojekt für ganz Deutschland. Dieses Großprojekt wird von den Partnern Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Württemberg und der Region Stuttgart gefördert und von der Europäischen Union mitfinanziert. Ja, der digitale Knoten Stuttgart ist die erste Anwendung der digitalen Schiene Deutschland. Ein Projekt zur Digitalisierung der sogenannten Leit- und Sicherungstechnik im gesamten Großraum Stuttgart. Also wir reden hier über ein Projekt, was eine Ausdehnung von etwa 500 Kilometern hat, was viel mehr umfasst als die neue Infrastruktur von Stuttgart 21. Erstmals halten digitale Stellwerke ein einheitliches europäisches Zugbeeinflussungssystem und weitere neueste Techniken in einem großen Bahnknoten in Deutschland Einzug. Die Signaltechnik der Deutschen Bahn wird maßgeblich durch die Firma Thales digitalisiert. Das Ziel ist klar. Mehr Züge sollen fahren können und zudem möglichst pünktlich am Ziel ankommen. Die neue Technik wird dafür Schritt für Schritt auf vorhandener und neuer Infrastruktur eingebaut und nach weiter optimiert. Die einzelnen Komponenten für die Digitalisierung der Schiene müssen im Zusammenspiel funktionieren. Die Basis dafür ist das europäische Zugbeeinflussungssystem European Train Control System, kurz ETCS. Ein einheitliches Signalsystem für den grenzüberschreitenden europäischen Mischverkehr, das die bekannten rot-gelb-grünen Lichtsignale ersetzt. Zug und Strecke tauschen über eine verschlüsselte Funkverbindung laufend Daten aus. An gelben Eurobalisen, so etwas wie ein elektronischer Kilometerstein im Gleis, bestimmen die Züge in regelmäßigen Abständen ihren genauen Standort. Mit Weg- und Geschwindigkeitssensoren misst das Fahrzeug ständig den zurückgelegten Weg und die Geschwindigkeit. Eine weitere wichtige Komponente für die Digitalisierung des Schienennetzes sind die neuen digitalen Stellwerke, kurz DSTW. Dazu kommt ein neuer auf 5G-basierter Zugfunk,
FRMCS, Future Railway Mobile Communication System, das ATO, Automatic Train Operation, eine Art ferngesteuerter Tempomat. Das hochentwickelte Kapazitätsmanagement und Verkehrsleitsystem, CTMS, Capacity and Traffic Management System, optimiert den Bahnbetrieb anhand der umfassenden gesammelten Daten aus allen Systemen. Die digitalen Stellwerke ersetzen die bislang üblichen elektronischen Stellwerke und die Relaisstellwerke. So auch das Relaisstellwerk am Stuttgarter Hauptbahnhof. Es ist das Herz und auch das Hirn des heutigen Kopfbahnhofs und der S-Bahn-Stammstrecke. Von dort aus wird der Zugbetrieb überwacht, Weichen und Signale gesteuert und Fahrstraßen eingestellt. Dieses Stellwerk SF Stuttgart Hauptbahnhof wird jetzt außer Betrieb gehen nach der heutigen Planung Ende 2025. Dann übernimmt der neue Bedien- und Technikstandort in Waiblingen die Steuerung. Und dort wird von der Technik her nicht mehr sich eben ein Drucktastenstellwerk befinden, sondern ein DSTW, also ein digitales Stellwerk. Also in Waiblingen haben wir einen ganz besonderen Betriebssteuerungsstandort. Da haben wir quasi das Rechenzentrum, das DSTW. Da sind 4 Stellwerkskerne im Zielzustand aufgebaut und in Betrieb genommen und haben eben zusätzlich auch die Fahrdienstleiter in dem Betriebsstandort sitzen. Damit die neue Leit- und Sicherungstechnik im Gesamten funktionieren kann, wird nicht nur die Infrastruktur mit neuen digitalen Komponenten ausgestattet, auch die Züge werden fit gemacht für die Zukunft. Tausende Züge sind deutschlandweit in den kommenden Jahren für die digitale Schiene Deutschland auszurüsten. In Hennigsdorf bei Berlin, bei Alstom, sind die ersten Züge eingerückt. Und die werden dort halb auseinandergebaut. Da werden in so einen kurzen Zug werden allein 6-7 Kilometer neue Kabel eingebaut, Dutzende von neuen Komponenten. Das ist eine richtig große Operation, die man dort an den Zügen macht. Ein ETCS- und ATO-Rechner wird eingebaut in einem Schrank. Blackbox kommt auch in diesem Schrank. Auf dem Dach kommen Antennen. Unter dem Flur kommt ein Radar, Eurobalise-Antenne, Weckimpulsgeber. Und ganz wichtig, in der Mitte im Fahrerpult das Display für den Fahrer. Die Digitalisierung in dem Fall, das heißt mehr Intelligenz im Fahrzeug und erlaubt auf Systemebene eine effizientere Bahn, weil in den Fahrzeugen mehr Intelligenz gekommen ist. Wir spielen eine aktive Rolle in dieser Mobilitätswende, um umweltfreundliche, grüne Mobilität. Dank einer effizienten Bahn. Das machen wir jeden Tag. Mit Stuttgart. Stuttgart ist ein ganz konkretes Projekt. Der DKS ist ein Projekt, wo wir das erste Mal in Deutschland sehr ernsthaft zeigen, was eigentlich alles geht. Wir zeigen, dass man durchaus selbst auf einer hochbelasteten S-Bahn-Stammstrecke 50% mehr Züge fahren kann oder im Umfeld durchaus Chancen hat, doppelt so viele Züge zu fahren und dergleichen Dinge mehr. Wir zeigen im DKS, was mit einer zu Ende gedachten Technik letztlich alles möglich ist, wo viele Feinheiten, großartige Dinge im Zusammenwirken letztlich bewirken können. Unsere Hoffnung oder eigentlich auch die Erwartung ist, dass wir damit halt auch zur Blaupause für Deutschland werden. Dass wir also wirklich sagen, hey, wir können auch Knoten wie Frankfurt, München, Berlin und dergleichen, wir können die in endlicher Zeit massiv ausbauen, ohne dass wir über 30 Jahre dauernde Großprojekte immer sprechen müssen. So ein Pioniergeist ist da schon dabei, auch die Lust drauf, die Eisenbahn ins digitale Zeitalter zu holen und am Ende allen Anwendern und Betreibern das Leben damit leichter zu machen. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, jetzt die Zukunft zu gestalten und da sind wir alle stolz drauf, mitwirken zu dürfen und jetzt eben auch ein Teil der Zukunft zu sein. Eine Chance für den Sektor Bahn. Wir haben große Herausforderungen vor uns. Stuttgart ist fast nur der Anfang, die Blaupause von der Technik, die flächendeckend in Deutschland installiert wird. Die Digitalisierung gibt der umweltfreundlichen Bahn einen großen Schub. Ein Meilenstein auf dem Weg hin zur Mobilitätswende. Und Stuttgart wird zum Mittelpunkt einer Bewegung zu einer neuen, starken Schiene der Zukunft.